Hallo, in diesem Video möchte ich über Intervallschachtelung sprechen und was das eigentlich bedeutet, mehr oder weniger. Dazu habe ich einfach mal hier oben die Definition hingeschrieben, so wie sie bei mir im Mathebuch steht, wobei xn und yn hier an den Stellen Folgen sind und man sieht hier, dass irgendwie diese zwei Dinge immer weiter aneinander dran gehen sollen. Der Vollständigkeit halber auch mal die Schreibweise, wie sie bei mir im Mathebuch steht, kann sein, dass sie irgendwo anders steht. Und dann hier unten nochmal so ein Bild, wie ich mir das versucht habe zu verdeutlichen, wie man sich das vorstellen kann. Weil eine Intervallschachtelung ist ja, sind ja immer kleiner werdende Intervalle. Das heißt, irgendwo auf so einem Zahlenstrahl wie dem R gibt es ja so ein Intervall von, gut, hier oben heißt es x, hier unten heißt es a, lasst euch nicht verwirren, von hier nach hier zum Beispiel ist ein Intervall. Und dann kommt ein anderes Intervall von hier nach hier. Und was er ja sagt ist, also was die Definition ja sagt, ist, dass einmal ist das Intervall halt so lang und dann ist einmal das Intervall so lang und das muss halt irgendwie gegen 0 gehen. Was bedeutet das eigentlich? Ich habe mir das halt immer so vorgestellt, so konkret wie in diesem Bild und das ist auch eigentlich kein Problem. Aber ich habe zwischendurch was Besseres gefunden, was auch, glaube ich, mehr dem Sinn der Intervallschachtelung dient, wenn das hier jetzt unser Zahlenstrahl ist. Dann stellen wir uns nicht, also das, was hier oben steht, führt für mich immer so dazu, dass man denkt, okay, wir haben hier ein Intervall, wir haben hier ein Intervall und wir haben hier ein Intervall. Das heißt, man konzentriert sich auf die Intervalle, aber man soll sich viel eher auf die Folgen konzentrieren. Sagen wir, wir haben hier irgendeine Zahl, p, wie auch immer wir sie nennen. Und dann haben wir hier einfach eine Zahlenfolge, die geht einfach gegen p. Und auf dieser anderen Seite haben wir einfach auch eine Zahlenfolge, die geht einfach auch gegen p, kommt aber von der anderen Seite. Sagen wir, um jetzt p wegzunehmen, sagen wir, hier ist einfach die 0. Die 0. Ja, nicht schöner. Egal. Jedenfalls, das ist eine Zahlenfolge, das ist eine Zahlenfolge. Und die gehen beide gegen 0. Und wenn man sich jetzt diese einzelnen Glieder der Zahlenfolge anguckt und dann hier so sagt, okay, wir haben jetzt, das ist ja unser erstes Glied und das ist unser erstes Glied auf der anderen Seite und das ist unser zweites Glied. Und dann kann man jetzt sagen, okay, Moment, Moment. Wir haben ja hier quasi ein Intervall und wir haben ja hier quasi ein Intervall. Und dann kommen wir im Grunde wieder auf dasselbe Bild wie da oben. Aber eben jetzt getrennt in sozusagen, dass auf der einen Seite geht es halt dahin und auf der anderen Seite geht es halt auch dahin. So, was ist jetzt besser an diesem Bild? Die Idee hinter der Intervallschachtelung ist ja, das wird bei uns so in dieser Schreibweise geschrieben, da heißt es dann, okay, wir haben hier eine Folge und die gehen beide zum Beispiel gegen die 0, also gegen eine bestimmte Zahl. Und es gibt nur diese bestimmte eine Zahl, die in beiden Intervallen liegt, heißt es bei uns. Und genau das ist ja auch die Idee bei der Sache, dass hier eben die Zahlenfolge immer weiter nach da geht und immer weiter hier an dieses Ding drankommt und hier auch eine dran geht. Und nur diese 0, die ist ja immer, egal wie weit ich hier in der Folge gehe, die 0 ist ja immer in diesem Intervall drin. Und das ist ja die Idee bei der Sache, dass es eben genau diese eine Zahl gibt. Und deswegen finde ich, ist es wie so eine, ich stelle mir das vor, wie so zwei Hände irgendwie, die so nach innen zeigen. Genauso wie diese zwei Pfeile. Und wenn wir jetzt zum Beispiel uns diese Schreibweise angucken, dann zeigt eben beides genau auf diese Mitte, die in diesem Fall nur so eine Pipe ist. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Also, wenn ihr von der Intervallschachtelung hört, dann überlegt euch einfach, okay, da ist eine Folge, die gegen eine Zahl geht und eine zweite Folge, die gegen eine Zahl geht und irgendwas ist mit dieser Zahl in der Mitte. Punkt.